Die Füße bandagiert, den Kopf mal 2 Tage vom Playoff-Stress befreit, zumindest ein bisschen. Bei mir persönlich war es so, dass ich jetzt Atemspiel natürlich angeguckt habe gegen Bamberg. Und sonst habe ich natürlich abgeschaltet, mal ein bisschen raus aus Berlin. Ich bin nach Potsdam gefahren, mal ein bisschen die Ruhe genießen und einfach mal ein bisschen abschalten. Weil wir haben natürlich eine lange Woche vor uns für das erste Spiel am Sonntag. Und natürlich ein bisschen abschalten, nicht an Basketball zu denken, tut auch ein bisschen gut. Mostly relaxing. I watched a little bit of the NBA. Ich habe mir ein paar NBA-Spiele angeschaut, aber eigentlich habe ich mich nicht wirklich mit Basketball beschäftigt. Ich habe mich ausgeruht, meine Wohnung geputzt und so versucht abzuschalten. Mit Bedacht handeln ist oberstes Gebot in den Playoffs, denn im Halbfinale wartet mit den Atlanta Dragons ein Team, das die Berliner in der Hauptrunde zumindest in der eigenen Halle mit einem Zähler schlagen konnte. Und eine Mannschaft, die den Hauptrundenzweiten aus Bamberg eindrucksvoll aus den Playoffs geworfen hat. Ich wusste, Atlanta ist eine gute Mannschaft, auch wenn die nur Siebter waren am Ende der Saison. Aber ich wusste auch, dass Bamberg ihre Schwächen hat. Und diese Saison war Bamberg nicht so dominant wie die letzten Jahre. Und Atlanta hat es sehr verdient, natürlich in ein Halbfinale reinzukommen. Gerade wenn man sieht, dass sie zweimal Bamberg geschlagen haben zu Hause, das zeigt schon viel. Und da haben sie dann den Sack zugemacht in Atlanta und sind verdient jetzt in Halbfinale. Die Stimmung in ihrer Halle ist aufgeheizt, das haben wir bei unserer Niederlage dort erlebt. Sie haben natürlich jetzt sehr viel Selbstbewusstsein. Und deswegen weiß ich, dass es eine schwierige Serie werden wird. Dass man aus Niederlagen manchmal mehr lernen kann als aus Siegen, dies ist der Eindruck nach der Heimniederlage im 3. Spiel gegen Ulm. Und so präsentierten sich die Albatrosse beim entscheidenden Sieg am Samstag in Ulm deutlich formverbessert, strukturiert und wurfstärker. Es war, wie gesagt, wichtig, weil ich glaube, wir hatten wieder in diesem Moment, hatten wir 14 Spiele wieder in Folge gewonnen. Und dass wir dieses Spiel jetzt gerade im Playoffs verlieren, zu Hause, gerade wo wir nur ein Spiel in der Zeit verloren haben, auch zu Hause in der ganzen Saison, das ist schon riesig. Aber ich glaube auch, dass wir durch diese Niederlage alle auf den Boden wiedergekommen sind, dass wir wieder wachgerüttelt worden sind, dass wir wieder sehen, boah, okay, wir haben zu Hause verloren, aber das lassen wir uns nicht nochmal einfach antun. Und das war, ich glaube, in diesem Moment, für die Playoff-Serie war das wichtig, dass wir, nicht wichtig, aber dass wir in dieser Phase, dass wir das Spiel verloren haben, enorm wichtig, auch für das nächste Spiel, weil wir, wie wir gesehen haben, vier von unseren besten Schützen haben einfach eine schlechte Quote gehabt in diesem Spiel. Und ich wusste es, dass sie im nächsten Spiel besser werfen werden. Und dadurch auch haben wir gesehen, was David da für Dreier getroffen hat in Ulm. Und alle sind professionell genug. Alle wussten nach dem Spiel, haben nicht darüber diskutiert und rumgeheult, oh, wir haben verloren. Ja, wir wussten alle, ey, wir müssen das Spiel besser machen. Und die wussten auch, was wir machen müssen in Ulm. Das haben wir umgesetzt und das zeigt halt auch viel Charakter. Charakter wollen die Berliner auch wieder im Halbfinale gegen die Atlanta Dragons beweisen. Dass man beispielsweise den Kapitän Sven Schulze dieser Tage nicht erschrecken kann, dies konnte man beim Medientraining schon einmal beobachten.